An der Haustür und an der mit dem Keil abgesicherten und verschlossenen Tür des Arbeitszimmers war auf seltsame Art unregelmäßig. Aber Gewissheit musste ich haben. Auf andere Art konnte ich mich nicht sicher fühlen. Ich legte einige neue Holzscheite in den Kamin und wartete, bis die kleinen Flammen sich wieder in ein richtiges Feuer verwandelt hatten. Falls ich mit meinem Verdacht falsch lag und es sich bei dem, was ich da an der Tür zu schaffen machte, wider Erwarten doch um Menschen handelte, würden sie mit etwas Glück Probleme haben, ihre Augen schnell genug an die Helligkeit im Wohnzimmer zu gewöhnen. Außerdem war es in dem Raum doch deutlich kühler geworden. Als ich mit dem Feuer zufrieden war, ging ich mit der Waffe in der Hand in den Flur. Das Kratzen hatte die ganze Zeit über nicht nachgelassen. Ich ließ mich auf die Knie nieder und visierte einen Punkt in der Mitte der Tür ungefähr auf Kniehöhe an und drückte den Abzug der schallgedämpften Pistole in schneller Folge zweimal durch. Etwas jaulte auf. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ein Hund. Es waren nur die Hunde, vermutlich die, deren Spuren ich vorhin im Schnee gesehen hatte. Sie mussten uns hierher gefolgt sein. In dem Moment, in dem das getroffene Tier jaulte, hörten auch die bedrohlichen Kratzgeräusche an der Haustür auf. Einige Sekunden später war das Jaulen in ein klägliches Winseln übergegangen und einige weitere Sekunden später konnte ich von meiner Seite der erbebenden Arbeitszimmertür aus hören, wie sich die Artgenossen des Hundes, den ich verletzt hatte, durch das eingeschlagene Fenster katapultierten und sich über ihn hermachten. Knurren. Zweimal schwaches Bellen, wieder Winseln, das Schaben von Hundepfoten auf dem Teppich, das nasse, blutige Reißen von Haut, Fell und Fleisch. Und dann die Geräusche, die Hunde nun mal machten, wenn sie fraßen. Ich war in Versuchung, durch die beiden Löcher zu spähen, die ich in die Tür geschossen hatte, aber ich rang sie nieder. Stattdessen hob ich so leise, es ging die Kommode an und stellte sie als zusätzliche Blockade vor die Tür. Das müsste halten, zumal ohnehin davon auszugehen war, dass die anderen Tiere, wenn sie erst einmal satt waren, mich und Tommy nicht weiter belästigen würden, hoffentlich. Trotzdem würden wir morgen auf der Hut sein müssen, und mir wurde klar, dass ich großes Glück gehabt hatte, dass die Tiere mich nicht auf der Straße überrascht hatten, während ich Tommys bewusstlosen Körper hierher buxiert hatte. Ich ging zurück und schloss die Wohnzimmertür hinter mir. Dann drehte ich den Schlüssel um. Nur zur Sicherheit. Tommy hatte von alledem nichts bemerkt und dämmerte immer noch vor sich hin. Ich hingegen war dank der Mistviecher da draußen wieder hellwach. Ich setzte mich gegenüber der Couch auf einen Stuhl und beobachtete den Jungen. Manchmal machte er Anstalten aufzuwachen und wimmerte ein wenig, aber er kam nie zur Gänze zu sich. Szenen aus den Tunneln in Frankfurt zogen an meinem inneren Auge vorbei. Hauen, rennen, fallende Körper, schießen, rennen, schreien, Mündungsblitze, verzerrte Gesichter, verzerrt vor Angst oder Wut oder Schmerz, ich selbst, ich Wanda und Mariam anschrie, dass sie ebenfalls rennen sollten.
Selbstgeißelung würde mich nicht weiterbringen, beschloss ich und vertrieb mir die Zeit, indem ich mir das Buch mit den Wanderwegen erneut vornahm. Irgendwann verstummten dann auch endlich die gierigen Fressgeräusche der Hunde. Ich wartete ab, ob ich würde hören können, wie die vierbeinigen Kannibalen das Haus wieder verlassen, aber nichts deutete darauf hin. Scheiße, ich musste mir etwas einfallen lassen. In der Pistole waren nur noch 2 Kugeln und das Gewehr hatte eine zu langsame Feuerrate für eine direkte Konfrontation. Außerdem wollte ich keine Munition verbrauchen, wenn das nicht unbedingt nötig war, und gehört werden wollte ich eigentlich auch nicht. Mir würde schon etwas einfallen. Ich durchsuchte das Haus noch einmal, diesmal etwas intensiver, wobei ich mich bemühte, weder Tommy aufzuwecken, noch die Hunde unnötig in Unruhe zu versetzen. Einmal blieb ich trotzdem mit dem Fuß an einem Stuhl hängen, und das Geräusch hatte ein bedrohliches, vielstimmiges Bellen und Knurren zur Folge. Eines der Tiere machte sich auch wieder an der Tür zu schaffen und scharrte. Ein schneller Blick ins Wohnzimmer. Tommy hatte sich nicht gerührt, obwohl das bedrohliche Toben der Tiere meinen Puls sofort nach oben hatte schnellen lassen und meine Wunde im Takt schmerzhaft zu pochen begann. In einer der zahlreichen Küchenschubladen fand ich endlich etwas Nützliches. Eine zusammengerollte Wäscheleine. Mit der Leine in der Hand ging ich meine Idee noch einmal im Geiste durch. Ja, das müsste funktionieren. Allerdings hatte die Umsetzung meines Plans noch etwas Zeit, aber vorbereiten konnte ich ihn dennoch schon einmal. Ich rollte die Leine ab, schnitt sie in der Mitte durch und knüpfte an jedem Ende der beiden Leinen eine Schlinge. Sekundenkleber wäre gut. Ich fand in 3 Küchenschubladen weiter. Die beiden Leinen und den Kleber deponierte ich fürs Erste auf dem Wohnzimmertisch. Wann es wohl endlich hell werden würde. Irgendwann war es dann soweit. Es begann zu dämmern und beinahe zeitgleich schlug auch Tommy langsam und irritiert seine Augen auf. Als er mich sah, wollte er aufspringen, aber nachdem er die erste Bewegung gemacht hatte, erschlaffte sein dürrer Körper wieder und er wurde noch eine Spur blasser. »Ganz ruhig, Tommy. Es ist alles gut. Ich habe deine Wunde versorgt. Es ist ein Durchschuss, auch wenn sie vermutlich tierisch wehtut. Sie wird heilen.« Ganze 10 Sekunden sah er mich ausdruckslos an und ich konnte sehen, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. »Ich hab Hunger«, sagte er schließlich. Sein Gesicht blieb dabei unergründlich. »Kann ich mir vorstellen.« Ich warf ihm nacheinander die übrigen Schokoriegel und den Rest der Salami zu. Er machte keinen Versuch, die Sachen zu fangen, sondern ließ sie auf seiner Decke zum Liegen kommen. Erst dann griff er vorsichtig danach und begann zu essen. »Hör zu, Tommy, was in den Tunneln passiert ist. Es tut mir leid. Mehr als du denkst, aber es ging einfach nicht anders. Sie hätten uns alle erwischt. Auch Mariam.« Die Erwähnung ihres Namens ließ ihn kurz mit dem Kauen innehalten und er schien zu überlegen. Dann kaute er weiter. Sein Gesicht ließ keine Emotion erkennen, aber seine Augen ruhten stetig auf mir. In der Hoffnung, zu ihm durchzudringen, sprach ich weiter, und ich fürchte, es war eine wirre Mischung aus alledem, was wir seit Frankfurt erlebt hatten, und sich ständig wiederholende Rechtfertigungen für mein Handeln in den Tunneln. Erbärmlich im Nachhinein, aber in diesem Moment wollte ich um jeden Preis zu ihm durchdringen, wollte, dass er verstand, warum ich getan hatte, was ich getan hatte. Nicht nur um seinet oder meinetwillen, sondern auch, weil ich unbedingt wollte, dass er freiwillig mit mir kommt. Natürlich konnte ich ihn auch gegen seinen Willen in die Poliklinik schleifen, aber anders wäre es mir lieber, alleine schon wegen Mariam. Irgendwie hatte ich erwartet, dass er mich unterbrechen, verfluchen oder beschimpfen würde, aber der Junge tat nichts dergleichen. Er lag noch immer auf seiner linken Seite,
Inzwischen war er mit den Schokoriegeln fertig und kaute an der Salami herum und glotzte mich an. Bald wusste ich nicht mehr, was ich noch zu ihm hätte sagen sollen, und schließlich fragte ich ihn, ob er sich dem kleinen Fußmarsch zur Poliklinik gewachsen fühlte. Einige Augenblicke lang reagierte er nicht, dann nickte er einmal knapp, während er weiterkaute. »Gut, denkst du, du kannst dich ohne Hilfe anziehen?« Dieses Mal nickte er immerhin zweimal. »Alles klar, dann fang schon mal an. Ich muss uns noch ein Problem vom Hals schaffen.« Er fragte nicht nach. Auch er konnte die Hunde hören. Das Gewehr war nach wie vor Tommys Augen verborgen hinter dem Wohnzimmervorhang versteckt. Ich schob die Pistole gesichert in meinen Hosenbund, dann schnappte ich mir die beiden Leinen und den Sekundenkleber. Ich öffnete die Wohnzimmertür zum Flur hin, der zum Arbeitszimmer führte. Die Mistviecher stimmten sofort wieder ihr Gebell an, als sie bemerkten, dass ich ihnen etwas oder jemand näherte, und begannen wie von Sinnen an der Tür zu scharren und sich dagegen zu werfen. Ich beobachtete diese Tür misstrauisch, als ich mich ihr näherte. Sie zitterte leicht unter dem Toben der Tiere, aber sie würde standhalten. Eile war aber trotzdem angebracht, als ich die beiden Leinen an der Türklinke festzurrte und sie, um sie gegen ein Abrutschen auf der Klinke abzusichern, mit dem Sekundenkleber zusätzlich fixierte. Musste ja nicht ewig halten, ein paar Sekunden würden reichen. Das lose Ende einer der Leinen warf ich in Richtung Wohnzimmertür, dann schob ich die Kommode, mit der ich die Tür zum Arbeitszimmer zusätzlich gesichert hatte, nach links, so dass die Tür wieder frei war. Die ganze Zeit über tobten die Hunde. Die Kommode diente mir als Umlenkung für meine zweite Leine. Ich führte sie zwischen den Füßen des ausreichend schweren Möbelstückes hindurch und auf dessen Unterseite entlang. Würde ich vom Wohnzimmer aus zuerst an dieser Leine ziehen, würde sich durch die 90-Grad-Umlenkung die Klinke der Arbeitszimmertür nach unten bewegen. Dann im richtigen Moment an der zweiten Leine gezogen und den Zug an der Umlenkleine im richtigen Moment verringert. Und die Tür würde von der zweiten Leine gezogen und unter dem Ansturm der tobenden Hunde aufspringen. Die Tiere würden in den Flur stürmen und ihr blaues Wunder erleben. Ich nahm den Keil, den ich unter die Arbeitszimmertür geklemmt hatte, mit, und als die Viecher merkten, wie ich daran rüttelte, um ihn zu lösen, wurden sie noch angriffslustiger. Ein misstrauischer Schulterblick zu der nach wie vor abgeschlossenen Tür, dann machte ich mich daran, das blaue Wunder für die Hunde vorzubereiten. Es bestand aus einigen Gewürzstreuern, Chili-Pulver und Pfeffer, 10 leeren Wasserflaschen aus Plastik, deren Deckel ich im Wohnzimmer entfernte, während Tommy sich, ohne mich zu beachten, in seine Kleider quälte, und einer Flasche mit Ammoniakreiniger. Einen Moment überlegte ich, dann ging ich an einen Küchenschrank, zerschlug einige Gläser in einem Handtuch und nahm die Glasscherben in diesem improvisierten Beutel ebenfalls wieder mit in den Flur. Ich verteilte sie gleichmäßig, sollten die Viecher doch sehen, wie sie damit zurechtkamen. Ich stellte die Wasserflaschen kopfüber und kreuz und quer im Gang auf und verteilte die scharfen Gewürze in etwa gleichmäßig auf den nach oben zeigenden Flaschenböden. Die Hunde würden geradewegs in die Flaschen hineinrennen, sie umstoßen und so dafür sorgen, dass ein scharfer Chili- und Pfefferdunst in der Luft des Flurs hängen würde und ihre Augen und Schleimhäute attackierte. Um den Effekt noch zu verstärken, würde ich, kurz bevor ich die Arbeitszimmertür mit den Leinen öffnen würde, die Flasche mit dem Ammoniakreiniger im Flur ausgießen. Das sollte eigentlich reichen, um die Misthöhlen in die Flucht zu schlagen und es mir und Tommy ermöglichen, das Haus unbehelligt zu verlassen. Als das scharfe Zeug wider Erwarten nicht ausreichen sollte, um die Tiere ihrer Angriffslust zu berauben, konnte ich ja immer noch schießen. So war zumindest der Plan.
Der einzige kritische Moment wäre der, in dem ich die Arbeitszimmertür aufschließen würde und mich dann durch den Flur ins Wohnzimmer zu den losen Enden der Leinen hinbewegen musste, ohne eine der Flaschen umzuwerfen. Wenn in dieser Phase eines der Biester mit einer Tatze die Klinke der Arbeitszimmertür nach unten drücken würde. Nun, das wäre ziemlich ungünstig. Ein schneller Blick sagte mir, dass Tommy abmarschbereit auf der Couch saß und mir mit ausdruckslosem Gesicht zusah. Er fragte nicht, was ich da in dem Flur, den er nicht einsehen konnte, trieb. Als wäre das alles völlig selbsterklärend oder ihm gleichgültig. Trotzdem erläuterte ich ihm sicherheitshalber noch einmal unsere Situation und meinen genauen Plan. Keine Regung. Sicher hatte er einen Schock. Er hatte viel hinter sich. Gut, es war jetzt an der Zeit loszulegen. Vorsichtig umging ich Flasche um Flasche, erreichte die Tür zum Arbeitszimmer, öffnete mit einer Drehung des Schlüssels den Riegel, was augenblicklich von noch aggressiverem Gebell und Geknurre quittiert wurde, und zog den Schlüssel ab. Der Schweiß stand mir auf der Stirn. Die 8 oder 9 Sekunden, die ich brauchte, um meinen Hindernisparcours in umgekehrter Richtung zu durchqueren, wieder ohne auch nur eine der Flaschen umzuwerfen und zurück ins Wohnzimmer zu gelangen, dehnten sich zu einer kleinen Ewigkeit. Aber es gelang. Schnell goss ich den Ammoniakreiniger in den Flur. Ich beneidete das Tier nicht, dass es bis hierhin schaffen würde. Selbst mir brannten die Dämpfe in den Augen und die Sinne und Schleimhäute eines Hundes waren sehr viel empfindlicher als meine. Nun benutzte ich den Keil, um die Wohnzimmertür zu blockieren, so dass nur ein winziger Spalt offen blieb, der es mir erlaubte, an den beiden Leinen zu ziehen. »Los, Tommy, geh schon mal zur Haustür, aber mach sie noch nicht auf. Wir gehen erst raus, wenn die Hunde im Flur sind. Hörst du?« Er gehorchte wortlos und begann, sich mühsam hinter mir auf den Eingangsbereich zuzubewegen. Ich atmete noch einmal durch, nicht zu tief, wegen der Ammoniakdämpfe. Dann linste ich durch den Türspalt und zog an der Leine, die die Klinke nach unten bewegte. Sie bewegte sich quälend langsam und ich musste mehr Kraft aufwenden, als ich erwartet hatte, und mein verletzter Arm tat höllisch weh. Aber dann endlich war es soweit und ich zog mit der freien Hand an der anderen Leine, während ich die umlenkende losließ. Ich musste in diesem Moment genug Zug in meine Richtung aufbauen, damit der Riegel nicht wieder zurückschnappte, bevor die Tür sich einen Spalt weit geöffnet hatte. Es klappte, vielleicht auch dank des großen, struppigen Hundes, der sich genau im richtigen Moment geifernd gegen die Tür des Arbeitszimmers geworfen hatte. Der schwarze Schatten des Viehs flog, von anderen gefolgt, geradezu in den Gang hinein. Die Flaschen wirbelten umher, wurden umgeworfen und zur Seite geschleudert, prallten von den Wänden des Flurs ab, schlitterten über den Boden, schneller als ich schauen konnte. Ich ließ die beiden Leinen los, Pfeffer und Chili-Dunst hingen in der Luft des Flurs. Das erste Tier prallte, die Glasscherben, die sich in seine Pfoten gebohrt hatten, missachtend, nur wenige Zentimeter von mir entfernt an die Wohnzimmertür, tobte und kläffte und knurrte. Ich hielt dagegen, es gelang mir, die Tür ganz zu schließen und sie zu verriegeln. Dann begann das erste Tier zu jaulen und zu winseln. Die anderen stimmten eine Sekunde später mit ein, und ich wusste endlich, dass mein Plan funktionierte. Ich lauschte ihrem Toben, hörte zu, wie sie vor Schmerz halb wahnsinnig und blind nacheinander bissen, übereinander wegtrampelten in dem Versuch, den ätzenden Dämpfen zu entkommen. »Tommy! Tommy, ist klar!« Ein stechender Schmerz fraß sich von der Rückseite meines rechten Oberschenkels aus bis nach oben in mein Gehirn. Das Bein versagte seinen Dienst und brach unter mir weg. Ich konnte den Fremdkörper spüren, das Messer, das in meinem Fleisch steckte. Ich versuchte, mich umzudrehen, schaffte es, griff nach der Pistole, tastete das Wohnzimmer über Kimme und Korn hinweg ab, so schnell ich konnte,
Aber Tommy war nicht mehr da. Eine Sekunde verging. Hinter mir, nur durch die Wohnzimmertür geschützt, tobten immer noch die wahnsinnigen Tiere, so dass ich Tommys Worte, die er von der Haustür aus in die Wohnung rief, beinahe nicht verstanden hätte. »Ich krieg dich noch!« Dann nichts mehr. Er hatte keinen Schock gehabt. Er war nicht am Ende seiner Kräfte. Er hatte taktiert, die ganze Zeit. Er hatte taktiert und er hatte gewonnen. Hinter mir jaulten und winselten die Hunde immer noch, aber es dauerte nicht lange, bis das erste der Tiere den Weg zurück ins Arbeitszimmer fand und den Dämpfen endlich durch einen Sprung durch das eingeschlagene Fenster entkam und das Weite suchte. Eine Minute später, eine Minute, in der ich nichts tat, außer Mut zu sammeln und mich auf neuerliche Schmerzen vorzubereiten, waren sie alle weg. Irgendwann musste ich mich ja wieder bewegen. Ich kroch auf allen Vieren, die Pistole in der Hand, zum Wohnzimmervorhang, wobei die Klinge in meinem Bein bei jeder Bewegung schmerzhaft an meinem Fleisch und meinen Nerven rieb. Das Gewehr war noch da. Unentdeckt. Nicht auszudenken, was Tommy damit getan hätte. Aber er war wirklich ein cleverer kleiner Scheißer. Er war verletzt, und auch wenn ich es ebenfalls war, war ich doch immer noch ein Erwachsener. Da ich seine Pistole hatte, war ihm nur die Wahl zwischen Flucht und Nahkampf geblieben. Er hatte den Augenblick ausgenutzt, seine Chancen verbessert und sich für die Flucht entschieden. So ein kleines Arschloch, so ein armes, stures, dummes Kind. Ich beschloss, das Messer vorerst nicht herauszuziehen und mich stattdessen mit der Klinge im Bein auf den Weg in die Poliklinik zu machen. Ich wollte unkontrolliertes Bluten vermeiden, gleichzeitig aber auch, dass die Klinge durch meine Bewegungen noch mehr Schaden anrichtete. Ich warf einen Blick über die Schulter nach unten und konnte sehen, wie der Griff des Messers aus meinem Bein herausragte. Ich bewegte mich mit äußerster Vorsicht, als ich mich auf den Weg machte. Das Gewehr trug ich am Riemen über der Schulter und hatte mir einen umgedrehten Besen geschnappt, den ich in der Gästetoilette neben der Eingangstür gefunden hatte, und benutzte ihn als Krücke. Als ich das Haus, das uns in dieser Nacht Schutz geboten hatte, verließ und die kalte, frische Winterluft einatmete, hielt ich nervös die Pistole bereit und sah mich um. Wenn ich mich anstrengte, konnte ich die Hunde immer noch jaulen hören, allerdings von sehr weit weg. Von Tommy war nichts zu sehen, außer frischen Fußspuren, die weiter in das Wohngebiet hineinführten. Ich machte mich in entgegengesetzter Richtung auf den Weg, die Berliner Straße hinunter in Richtung Klinikviertel. Es schien ewig zu dauern. Ich fror trotz meiner dicken Jacke erbärmlich und jeder Schritt, den ich machen musste, kam mir vor wie eine herkulische Anstrengung, etwas, zu dem nur absolute Superhelden in der Lage waren. Ich fühlte mich elend und schwach. Und mehr als einmal musste ich innehalten, weil mein Kreislauf abzusacken drohte. Auf halbem Wege sah ich sie. Drei Gestalten auf Motorrädern, die langsam über die schneebedeckte Straße auf mich zurollten. Schon wollte ich in Deckung gehen und meine Waffe schussbereit machen, erwartete, Vampire oder Schlimmeres auf den Maschinen vorzufinden. Aber dann erinnerte ich mich an etwas, das ich in der Poliklinik gesehen hatte, und entspannte mich. Ich blieb einfach stehen und ließ sie kommen. Sie kreisten mich ein und stellten die Motoren ab. Als sie die Helme abnahmen und die dicken Schals und Handtücher, die sie sich zum Schutz vor der Kälte um die Gesichter gewickelt hatten, nach unten schoben, erkannte ich Gustav, das Narbengesicht und eine der Wachen der Poliklinik. Einige Stunden später lag ich auf einer Matratze unter einem Berg von Decken. Mir war wieder warm und Gustav hatte meine Wunden versorgt.
Die ganze Zeit über, in der er mich behandelt und versorgt hatte, war ich seinen Fragen ausgewichen, hatte ihn vertröstet oder hatte stur geschwiegen, wenn er sich nicht hatte abwimmeln lassen wollen. Warum, Gustav, sag mir lieber, wie es Wanda geht. Du zuerst, was ist passiert? Du hast dir das Messer ja wohl nicht selbst ins Bein gesteckt, oder? Wie geht es Wanda? Du zuerst. Nein, sag schon. Nein. Okay, dann etwas anderes. Hast du dein Gegenmittel gefunden? Lenk nicht ab. Hast du? Er lächelte. Ja, eine Stunde nachdem du aufgebrochen bist. Gustav, das ist super. Wie viel? 2 große Ampullen von dem Zeug. Mit einer davon müsste ich 4-5 Wochen lang hinkommen. Etwas länger vielleicht, wenn ich es strecke. Ich bin gerade damit beschäftigt, die minimal wirksame Dosis noch herauszufinden. Wenn ich ein Labor auftreibe, was hier im Klinikviertel eigentlich kein Problem sein sollte, kann ich die andere Ampulle verwenden, um die Zusammensetzung herauszubekommen. Ah, das ist großartig, Gustav. Ja, ja, aber jetzt du, sag mir endlich, was passiert ist. Irgendwann sah ich ein, wie sinnlos und albern meine Weigerung war, von Tommy zu berichten. Nein, nicht albern, na, nur sinnlos, denn es würde nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir ihn gesehen hatten. Ich hatte ihm lang und breit von der Poliklinik erzählt, und er war mit einer Drohung auf den Lippen gegangen. Früher oder später würde er hier auftauchen oder in der Umgebung auf der Lauer liegen. Es hatte also wirklich keinen Sinn, das Geschehene vor Wanda und Mariam geheim zu halten. Ich erzählte Gustav alles und schloss mit dem Satz: Bitte, lass es mich den beiden sagen. Gustav lächelte traurig. Mach dir keine Sorgen. Du musst jetzt erstmal schlafen. Du hast Fieber. Er zog eine Spritze auf. Das wird dir helfen. Das Fieber brannte lange, ich weiß nicht wie lange in mir. In meiner Erinnerung befinden sich nur verschwommene Bilder und Gesichter. Tommy, Rolf, Stummelzahn, der Ivan, Einhand, der Vampirdoktor und Braunjacke, Sven, Markus, sie alle kamen mich besuchen. Irgendwann wurde mir klar, dass ich mich nicht in unserem, dem Schreibzimmer befand und auch nicht mehr auf einer Matratze auf dem Boden lag, sondern in einem Krankenhausbett. Wie bei den Vampiren dachte ich manchmal, und dann bekam ich Angst. Wandas Gesicht tauchte ein paar Mal über mir auf und sie redete mit mir. Auch Mariam war hin und wieder in meinem Krankenbett. Dann irgendwann nur noch Gustav und gelegentlich Petra und ihre narbengesichtige rechte Hand. Meine Wachphasen wurden dann immer länger und das Krankenzimmer kam mir immer enger vor. Die Wunde am Bein heilte gut, sagte Gustav. Nach 2 weiteren Tagen machte ich den ersten Versuch aufzustehen. Unter den Decken war ich nackt und es war kalt im Zimmer. Meine Beine sahen erschreckend dünn aus und wollten mich nur widerwillig und unter Schmerzen tragen. In diesem Zustand war es mir unangenehm, mich draußen in der Poliklinik blicken zu lassen. So lief ich in dem kleinen Raum im Kreis immer und immer wieder, eine Decke um die Hüften geschlungen, bis mir der Schweiß ausbrach. Ich legte mich wieder hin. Irgendwann kam Gustav herein und brachte mir zu essen. Er hielt das Gespräch knapp, war aber erfreut über meine Fortschritte, sagte, er habe viel zu tun und war schon halb aus der Tür, als ich ihm nachrief. Gustav, wart mal. Was ist mit Wanda? Mariam war auch schon lange nicht mehr hier. Das professionelle Arztlächeln gefror auf seinem Gesicht. Er sah lange von der Tür aus zu mir hinüber. Schließlich griff er in eine seiner Taschen und warf mir das, was ich dort befunden hatte, aufs Bett. Es war ein mehrfach gefaltetes Blatt, beidseitig in großer ungeübter Schrift mit Kugelschreiber beschrieben. Ich faltete es auf, dann las ich. Und dann las ich es nochmal. Als ich meinen Blick wieder von dem Blatt hob, war Gustav gegangen.
Ich weiß, dass du mir und Mariam das Leben gerettet hast, und das mehr als einmal. Aber es ist nun einmal, wie es ist. Glaub mir, ich habe viel über alles nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass du mich aufhältst. Die Welt gehört denen, die sie formen wollen, nicht denen, die versuchen, eben diesen Menschen und der damit verbundenen Verantwortung auszuweichen. Ich respektiere deinen Wunsch, so etwas wie ein guter Mensch zu bleiben, dein Gewissen und all das, aber am Ende ist das Traumtänzerei. Eine schöne Idee, mit der du kläglich scheitern wirst. Feuer kann man nur mit Feuer bekämpfen. Ich habe es auf deine Weise versucht, und wohin hat es uns gebracht? Während wir uns von Katastrophe zu Katastrophe gehangelt haben, hat das Silver seinen Einflussbereich weiter ausgedehnt, da bin ich sicher. Ich bin jetzt seit 3 Tagen wieder wach, und du bist seit 5 Tagen wieder zurück und wirst in absehbarer Zeit noch nicht in der Lage sein, mit mir und Maria mitzukommen, wenn du dein Fieber überhaupt überlebst. Ich habe jetzt schon viel zu viel Zeit verloren. Zeit, in der das Silva immer weiter erstarkt ist. Ich gehe jetzt und ich nehme Mariam mit. Für das, was getan werden muss, bist du nicht gemacht. Bitte folge uns nicht, bitte suche nicht nach uns. Danke für alles und für den Fall, dass du dein Fieber überstehst. Alles Gute, Wanda. Ich las die Zeilen wieder und wieder. Mein Kopf war leer, aber gleichzeitig angefüllt von wirbelnden Gedanken und Unglauben und Wut und Sorge und Schuld und noch mehr Wut und noch mehr Schuld und wieder Wut. 2 Stunden später kam Gustav an mein Krankenbett, um nach mir zu sehen. Wann ist sie gegangen? Vor 13 Tagen. Wie konntest du das zulassen? Wie konntest du zulassen, dass sie Mariam mitnimmt? Er hatte meinen Vorwurf kommen sehen und begegnete ihm auf seine ruhige, ärztliche Art. Erstens, Mariam wollte bei Wanda bleiben. Es ist ihr nicht leicht gefallen, aber die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit, und zwar viel, viel mehr davon, als sie mit dir haben, egal, was du vielleicht für sie getan hast oder nicht. Wanda wollte auch, dass ich mitkomme, und sie war sehr, sehr nachdrücklich in ihren Argumenten. Sie hat Jeanette als Geisel genommen und mit dem Messer verletzt, um Petra und das Narbengesicht dazu zu bringen, ihr Ausrüstung und Vorrat zu geben. Was, aber ohne die Leute her wären wir doch schon lange tot. Wie konnte sie? Gustav unterbrach. Hör mal, solche Überlegungen wie diese. Dankbarkeit und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie ihnen noch eine besondere Bedeutung beimisst. Es ist so, als ob dieser Teil von ihr, er ist irgendwo gestorben, glaube ich. Er sah jetzt traurig aus, aber nicht genug für meinen Geschmack, was wiederum mich wütend machte, bis ich mir in Erinnerung rief, dass er viele Tage länger Zeit gehabt hatte, um über all das nachzudenken als ich. Ich sparte mir die Frage, warum er mir nicht schon früher erzählt hatte, was passiert war, denn ich kannte die Antwort bereits. Er hatte mich schonen wollen. Ich hatte mich aufgesetzt, als er eingetreten war, und jetzt ließ ich mich zurück ins Bett fallen. Ich hatte über einiges nachzudenken. Während ich an die Decke starrte, konnte ich aus den Augenwinkeln sehen, dass Gustav noch eine Weile in der Tür stand und mich ansah. Irgendwann war er nicht mehr da. Rafael da Silva sah von dem auf einem Podest stehenden thronartigen Sessel auf die Frau und die beiden Männer herab, die nackt vor ihm knieten und ihm Bericht erstatteten.
ein kleiner, haariger Italiener, den er schon lange vor dem Krieg gekannt hatte, ein Bekehrter aus irgendeinem kleinen Kaff in Österreich, und die Frau, die kannte er ebenfalls, aber er konnte sich nicht erinnern, woher. Es war einiges passiert in Frankfurt, so schien es. Er hatte viele treue Seelen verloren, und nach dem, was ihm erzählt wurde, konnte er seinen Jüngern, seinen Kindern, keinen Vorwurf machen. Es tat ihm fast ein wenig leid um den Hundemeister. Er war so inspirierend gewesen in seiner dreckigen Verdorbenheit. Wie gerne hätte er diesen Kampf gesehen. Während er weiter zuhörte, ließ er den Blick durch die prunkvoll eingerichteten Privatgemächer wandern, in denen er Hof zu halten pflegte, und spielte mit der rechten Hand gedankenverloren an seinem Schwanz herum. Er konnte ihn nicht sehen, sein Bauch war ganz schön gewachsen in den letzten Jahren. Er kicherte innerlich darüber. Nachdenklich griff er, ohne hinzusehen, in eine goldene Schale mit blutigen, halbrohen Fleischwürfeln, die auf einem Beistelltisch rechts neben ihm stand. »Sagt, Kindchen, wie viele sind noch in Frankfurt, und wer hat jetzt den Befehl?« Es war die Frau, die mit demütig gesenktem Kopf antwortete. »Den Befehl hat die Krähe, ehrwürdiger Vater.« Und er hatte bei der letzten Zählung 185 eurer Kinder unter sich, sowie 60 Gefangene, die noch bekehrt werden müssen. Ja, die Krähe. Ein kleiner, agiler Mann. Diesen Namen hatte er bekommen, nachdem ihm in einem Handgemenge der Kehlkopf zertrümmert worden war. Seine Stimme? Nun ja, er trug den Namen nicht umsonst. »Und was ist mit euren unreinen Verbündeten geschehen? Sind sie tot, so wie es sein soll?« Da Silva fand es erstaunlich, dass seine Jünger diesen Befehl ausgeführt hatten, obwohl der Hundemeister, ihr Anführer in Frankfurt, im Kampf gefallen war. Er überlegte, ob dieser Gehorsam mit seiner Lehre konform war oder ob er diese drei hier stellvertretend für mangelnden Widerstandsgeist bestrafen sollte. Er dachte weiter darüber nach und stopfte sich ein neues Stück Fleisch in den Mund. Dann sprach er wieder, während Blut und Speichel von seinem Kinn auf den nackten Bauch tropften. »Ihr drei sollt belohnt werden, denn ihr habt mir gut gedient. In 7 Tagen werdet ihr wieder zurückgehen. Ich werde euch zusätzliche 200 meiner Kinder mitgeben.« Er lächelte sie väterlich an, aber innerlich lachte er über die Lüge. »Aber jetzt esst, sauft, paart euch, lebt euch aus.« »Danke, ehrwürdiger Vater«, murmelten sie. Sie machten Anstalten, sich von den Knien zu erheben und das Audienzzimmer zu verlassen. Die Erleichterung war ihnen deutlich anzusehen. Ein fiebriges Glitzern trat in das Silvas Augen. »Nicht doch, Kinder, ihr sollt doch nicht gehen. Tut es hier, damit ich mich an euch erfreuen kann.« Der Kardinal winkte 2 Diener herbei. Sie trugen Wein und noch mehr Fleisch und seine Opiumpfeife in die Mitte des Raumes und platzierten alles vor den Dreien auf dem Boden. Die drei schienen nicht so recht zu wissen, wie sie anfangen sollten, obwohl beide Männer die Frau lüstern anstarrten und auch sie bereits vor Vorfreude kaum merklich bebte. Das Silva bedeutete dem ausgemergelten alten Mann, den er eigenhändig mit den Füßen an die Pedale der Orgel genagelt hatte, mit einer Geste, dass es an der Zeit war, mit dem Spielen aufzuhören. Er wollte jeden Laut, jeden Atmer, jedes Stöhnen und jedes Klatschen von Fleisch auf Fleisch, das da kommen würde, ungefiltert in sich aufnehmen. Schwerfällig erhob er sich in seiner verdreckten, offenstehenden Soutane von seinem Thron und krabbelte auf allen Vieren zu ihnen hinunter. Er würde es seinen Kindchen schon beibringen. Häuten lassen konnte er sie später immer noch. Vielleicht würden sie ihn dann verstehen, diese scharfsköpfigen Kleingeister. Aber vorher, nun, er würde seine Freude an ihnen haben. Nachwort.
So, das war Staffel 3. Blutarm. Wie immer wird es jetzt eine Pause geben, in der ich jede Folge noch einmal kontrollieren und verbessern werde, bevor das offizielle Hörbuch mit ordentlich Zusatzmaterial fertiggestellt und veröffentlicht wird. Die meisten von euch kennen das ja schon. Wie üblich kann diese Pause mal wieder ein paar Monate dauern, bevor es dann mit Staffel 4 weitergeht, da ich mich auch noch ein paar anderen Projekten widmen möchte. Und ja, auch noch so überflüssige Dinge wie Arbeiten und Leben zu erledigen. Das findet ihr vielleicht doof, aber immerhin haben zwei von diesen Projekten mit Nachwelt 2018 zu tun. Im Juni hat Nachwelt 2018 übrigens auch zweijähriges Jubiläum. Und deswegen will ich eines dieser anderen Nachwelt-Projekte als Überraschung dann auch im Juni veröffentlichen auf YouTube. Wird auch noch ein bisschen Arbeit, aber das wird, glaube ich, einigen von euch Spaß machen. Ich bin auch schon sehr gespannt auf eure Reaktionen. Wenn jetzt jemand von euch unter besonders schweren Entzugserscheinungen leidet, darf er sich gerne mal meine anderen Serien zu Gemüte führen. Und falls der eine oder andere von euch den Drang verspürt, dem Nachwelt 2018-Projekt ein bisschen unter die Arme zu greifen, dann lasst euch nicht aufhalten. Teilt die Folgen auf Facebook, schreibt Rezensionen auf Amazon, iTunes, Audible oder irgendwelchen Buchportalen, gebt Likes und Daumen nach oben, schickt eure Freunde hierher vorbei. Das wäre wirklich toll, denn es geht nichts über eine gute Mundpropaganda. Wir sehen uns dann wieder mit dem kleinen Projekt im Juni und dann später, wenn's mit Staffel 4 weitergeht. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuhören.